Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende reingestartet und heute reden wir über den Artikel, der gestern Abend nochmal rauskam und eine Alternative für Buchanan beschrieben hat, beziehungsweise allgemein natürlich auch Alternativen für die Außenverteidigerposition, aber ein Name wurde auch da mit reingeworfen und auch genannt und über diesen Namen wollen wir gerne sprechen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel oder im Thumb auch gelesen haben. Jannes Horn wurde gestern von einem Artikel her reingebracht als Alternative für Buchanan, weil das Ganze sich da eben auch was zieht und ich möchte gerne mit euch darüber reden und auch über die Alternativen reden, über vor allen Dingen auch Jung und Agu gerne sprechen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit diesem Video. Ja, laut dem Artikel ist Werder interessiert an Jannes Horn, hat eben aber auch einen Kandidaten per Laie auf der Liste, beziehungsweise das sind eben so die Alternativen, dass man ablösefrei oder jemanden per Laie sucht. Per Laie wird natürlich immer wieder den meisten gerade direkt einfallen, Nico Schulz, wo ja bestätigt ist, dass es Bundesliga-Interesse gibt, das heißt, es könnten wir durchaus sein. Bei Jannes Horn ist es so, er ist ablösefrei, er hat Bundesliga-Erfahrung und ja, ist demnach einfach auch ein jüngerer Kerl noch, der durchaus von Jung oder die gegenseitig vielleicht auch ein bisschen voneinander profitieren könnten. Denn Jannes Horn hat zumindest mal auch Bundesliga-Erfahrung schon. Ich möchte euch mal ein paar Eckdaten mitgeben. Jannes Horn ist 1,86 groß, ist zuletzt aktiv gewesen beim 1. FC Köln. Sein Vertrag ist ausgelaufen. Er hat in der Europa League 2 Spiele gemacht, in der Bundesliga 64 Spiele gemacht, im DFB-Pokal 6 Spiele gemacht, in der zweiten Bundesliga auch 41 Spiele gemacht und dann noch Regionalligaspiele, die jetzt gerade nicht so richtig sind. Sein aktueller Marktwert beträgt 1,8 Millionen, aber wie gesagt, er ist ablösefrei, also vereinslos. Und seine Hauptposition ist eben Linksverteidiger. Er wird eben aber auch im linken Mittelfeld aufgefasst, weil er eben gerade über sein Tempo kommt und die komplette offensive Außenbahn bekleiden könnte. So, man muss zudem noch sagen, dass Jannes Horn mit 25 wirklich absolut entwicklungsfähig ist. Er ist 25 im Februar geworden und man muss da natürlich so ein bisschen, man muss so ein bisschen überlegen, dass Jung, wenn der eventuell vielleicht am Anfang erstmal gesetzt sein würde, jemand Jüngeren dahinter, dann hätte, den er auch so ein bisschen aufbauen könnte. Zumal Jung, wenn er eine Schwäche hat, dann ist es eben vielleicht auch sein Tempo und das bringt eben Jannes Horn mit sich. Also eine wirkliche Tempo-Alternative zu Jung. Gerade in dem ein oder anderen Spiel, wo wir vielleicht auch gegen Bundesligisten spielen, die eben mit mehr Tempo kommen, auch mit mehr schnelleren Außenspielern kommen, da wird es einem schon so ein bisschen mulmig, wenn man dann überlegt, okay, dann steht da Jung gegen zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn dann auch die Seiten geswitcht werden und so weiter, kann ja auch ein Diaby auf einmal da mal auflaufen oder auch ein Coman oder. Ja, deswegen, das ist schon etwas, wo man sich natürlich auch drüber Gedanken macht und demnach fände ich persönlich Jannes Horn immer noch eine sehr, sehr gute Alternative für eben die Linksverteidigerposition und würde das Ganze sehr begrüßen. Ich muss aber auch nochmal ein Stück was ausführen und sagen, allgemein diese Option oder so wie auch jetzt zuletzt berichtet worden ist, dass man ja Stammpersonal hat auf den Außenverteidigerpositionen mit Agu und Jung, kann ich nur so teils unterschreiben. Bei Agu bin ich sehr gespannt, wie er sich in der Bundesliga macht. Ich hoffe aber, dass er sich macht. Er hat halt auch diesen enormen Tempovorteil. Ihr merkt schon, ich setze viel momentan auf Tempo, aber das ist mir auch einfach wichtig, weil wir in den vergangenen Jahren immer wieder ein Riesenproblem hatten, und zwar immer wieder dieses enorme Tempodefizit. Und gerade in den letzten 2 Jahren vor dem Abstieg halt auch, dass wir halt keinen richtigen Sechser-Spielaufbauspieler mehr hatten. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, weil das konnten wir früher gut lösen, wo wir auch keinen traditionellen Sechser, sag ich mal, hatten. Aber da hatten wir Spieler wie Klaasen, der sehr, sehr viel angetrieben hat in der Vorwärts- und der Rückwärtsbewegung, der in der letzten Saison vorm Abstieg dann eben nicht mehr am Start war. Oder auch ein Delaney, der früher noch da war. So klassische Box-to-Box-Spieler, die eben defensiv stark sind, aber auch offensiv denken. Da bin ich sehr gespannt, wie Stay sich jetzt macht. An der Stelle muss ich einfach auch nochmal reinschmeißen. Dennoch hoffe ich, dass wir auch diesen Tempo-Vorteil, diese Tempo-Alternative jetzt mehr im Fokus haben. Und dazu gehören dann eben auch Spieler wie Agu, der sich jetzt gut entwickeln muss, damit er eben über die rechte Seite auch viel über Tempo auch anfangen kann. Aber auch auf der linken Seite ist natürlich wichtig, dass da das Tempo nicht vernachlässigt wird. Jung ist für mich eigentlich ein linker Innenverteidiger in einer Fünferkette. So, das wäre die perfekte Rolle für ihn. Da ist aber Marco Friedl ersetzt. Das heißt, für mich ist Jung auch gleichzeitig der Ersatzmann für Marco Friedl.
wenn ein Linksverteidiger kommt, wie Jannes Thorn, und der zum Beispiel funktioniert mit seinem Tempo über außen, dann würde ich eher auf so einen Spieler setzen. Ich erinnere da immer ganz gerne an die Frankfurter Zeiten, die das als Paradebeispiel gemacht haben mit Kostic und Da Costa, wo die wirklich auch diese Fünferkette über die Außen so stark geprägt haben, dass die immer wieder diese Linien lang gelaufen sind über Außen. Natürlich ist das eine sehr laufintensive Position, aber eben dann auch immer wieder mit Flanken gefüttert worden sind und so weiter und so fort. Also die Stürmer, logischerweise. Und ich finde, auch hier muss man eine Sache noch zusätzlich bedenken. Die Außenverteidigerposition ist, ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass man die wechselt, also auswechselt, aber auch das ist natürlich möglich. Das ist ja ganz klar, weil es eben so laufintensiv ist, dass man dann eben vielleicht auch einen Jungen da nochmal reinbringt oder auch einen Horn zum Beispiel reinbringt oder auch rechts jemand ganz anderen da reinbringt. Ich finde es zum Beispiel auch ganz gut, dass man jetzt Lasse Rosenboom im Trainingslager mit hat und dass er sich eben da auch rechts nochmal beweisen kann. Und vielleicht zu einer wirklichen Alternative werden kann. Was ich so ein bisschen schade finden würde, wäre, wenn in der Vorbereitung man sieht, okay, das und das funktioniert und dann am Ende wird das nicht so wirklich übernommen. Ich erinnere da immer ganz gerne an Park. Ich weiß, einige haben jetzt auch gesagt, ja, aber Park hat ja in der Regionalliga danach auch nicht abgeliefert und so weiter. Aber auch da will ich so ein Stück weit schützen vor so einem Spieler auch nochmal sagen, überlegt mal, Park kommt zu uns, wird gekauft, also es wurde eine Ablösesumme getätigt, damit er eben zu uns konnte, weil wir eben auf der Außenposition Bedarf hatten. Er spielt eine super Vorbereitung und dann unerklärlicherweise ist er komplett auf einmal kein Thema mehr gewesen. Auch als Verletzungen oder Ausfälle auf den Außenpositionen am Start waren, war Park nie ein Thema in der Saison. Und das kratzt natürlich auch an jemanden. Und dass er dann vielleicht in der Regionalliga nicht total abliefert, kann man so ein Stück weit aus der Perspektive schon verstehen. Auch wenn man sagen muss, er muss Profi genug sein, um dann trotzdem da abzuliefern. Auch das kann ich verstehen, ganz klar. Dennoch möchte ich das als Punkt zumindest mal hier mit reinnehmen. Ja? Und ja, das, man muss natürlich dazu auch nochmal sagen, dass das unter Markus Anfang war, unter Ole Werner kann das Ganze auch ganz anders laufen, aber ja, ich bin sehr gespannt, was da auch mit Rosenboom zum Beispiel gemacht wird. Jannes Thorn, wie gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil er eben ablösefrei kommen würde, würde vielleicht dann auch noch im Trainingslager mit reinkommen, hält sich übrigens mit einem Personal Trainer fit, hat auch immer wieder in seinen Insta-Stories jeden Tag irgendwelche Übungen, die er da macht, finde ich übrigens allgemein immer gut. Da erinnern wir auch nochmal an zum Beispiel auch Füllkrug, der das ja im vergangenen Jahr auch schon gemacht hatte, und auch viele andere Spieler, die ihre freie Zeit dann auch genutzt haben, um nochmal gewisse andere Sportübungen oder Allgemeinübungen reinzubekommen, um sich nochmal mehr fit zu machen für die Saison, weil während der Saison die Zeit dafür einfach nicht bleibt. Und deswegen finde ich sowas immer sehr positiv, wenn man das sieht. Schreibt natürlich gerne auch sonst nochmal eure Kandidaten unten rein. Es gab gestern bereits eine Folge mit Außenverteidiger, wo ihr gerne was zu schreiben könnt. Heute wollte ich einfach nur mal auf diesen Artikel eingehen über Jannes Thorn und eben meine Gedanken zu Argo und Jung teilen. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich. Wie gesagt, Jung ist für mich immer noch ein grundsolider Außenverteidiger. Ihm fehlt einfach aber das Tempo in der ersten Liga, glaube ich persönlich. Deswegen würde ich mir da eine echte Tempo-Alternative wünschen. Und wenn man Argo eben rechts dann einplant, muss man eben gucken, setzt er sich durch und inwieweit verstärkst du dich da nochmal hinter. Jetzt natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, euer Nico und ciao.